Hallo, heute lernst du etwas über analoge Organe und Konvergenz. Sicher ist es dir schon aufgefallen, Vögel haben Flügel. Insekten haben aber auch Flügel. Die Flügel der Vögel und der Insekten sind analoge Organe. Was ist das? Das möchte ich dir nun genauer erklären. Auch den Begriff Konvergenz möchte ich dir erläutern. Organe sind homolog, wenn sie einen gemeinsamen Grundbauplan aufweisen. Ein Beispiel dafür sind die Vorderextremitäten der Wirbeltiere. So haben der Vogelflügel, die Delfinflosse und der Schweinefuß den gleichen Grundbauplan. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.